Hallo, ich bin Claudia. Und ich bin Marie. Wir sind von Green Stories, euren Online-Shop für Bio-, Baby- und Kindermode, schadstofffreiem Spielzeug und Ausstattung. Und wir wollen euch heute unsere tollen Flaschen von Pura Kiki vorstellen. Diese Flaschen sind alle absolut schadstofffrei. Und Pura Kiki hat ein ganz tolles Konzept, nämlich ein Leben, eine Flasche. Genau. Die Flaschen bestehen zu 100% aus lebensmittelechtem Edelstahl des Typs 18-8. Das heißt, 18% Chrom und 8% Nickel sind dort verarbeitet. Der ist absolut verträglich. Wir haben die Sleeves, die bestehen aus Silikon, sowie auch alle Aufsätze und Mundstücke ebenfalls Silikon, was auch im Gesundheitswesen, im medizinischen Bereich angewendet wird. Es ist komplett ohne BPA, ohne PVC, komplett ohne Weichmacher, natürlich ohne Plastik und einfach gut für jedes Kind. Ja, ihr seht schon, wir haben hier verschiedene Flaschengrößen, von der Babyflasche bis zur ganz großen Flasche, die dann am Ende 850 Milliliter umfasst. Verschiedene Aufsätze, verschiedene Sleeves und Farben. Pura hat ein System nach dem Motto Mix and Match. Ihr könnt alles miteinander kombinieren. Wir erklären euch jetzt erstmal die Grundflaschen an sich, dann kommen wir zu den Aufsätzen und wie ihr das miteinander kombinieren könnt. Genau, so. Also das ist die kleinste Flasche, umfasst 150 Milliliter. Die hat auch innen drin eine Skala, wie viel Milliliter man reinfüllen kann. Das haben auch alle Flaschen, also diese hier auch. Die Sportflaschen haben das nicht, aber alle kleineren Flaschen haben eine Skala. Die Flasche kommt mit einem Aufsatz ab Geburt. Also das ist ein Sauger für langsamen Nahrungsfluss. Ja, und dann kommt die nächste Flasche, das ist eine Flasche, die umfasst 260 Milliliter. In diesem Fall ist das eine isolierte Flasche, also eine Thermoflasche. Das heißt, man kann Heißgetränke einfüllen, natürlich auch kalte Getränke, die werden darin auch kalt gehalten. Ja, wenn man Heißgetränke gerne benutzt, dann wirklich diese Thermoflasche, denn hier könnte man heiße Getränke auch einfüllen. Es wird auch durch die Silikonbeschichtung ein bisschen Wärme aufgenommen, aber es bleibt halt trotzdem noch heiß in der Hand. Genau, also es besteht dann die Gefahr, dass ihr euch halt, wenn ihr richtig heißen Tee meinetwegen einfüllt, dass man sich doch verbrennt. Ja. Die Silikonhülle, ja, gibt da schon ein Stück weit Schutz, aber ja, passt da einfach ein bisschen auf. Ja. Ja, ansonsten die nächstgrößere Größe, das ist dann hier, das sind dann unsere zwei Sportflaschen. Das ist einmal die mit 550 Milliliter und die mit 850 Milliliter. Bei den Sportflaschen habt ihr, wie gesagt, keine Messskala in drin. Ihr habt hier nochmal so ein Henkelchen dran und halt diesen Sportaufsatz. Ach genau, was wir vergessen haben zu sagen, das ist die ISO-Flasche. Die sehen zwar gleich groß aus, aber diese nicht isolierte Flasche, die ist auch leicht tailliert. Daran erkennt man sie zum besseren Halt. Da passen 325 Milliliter rein. Also es passt ein bisschen mehr rein als in die Flasche, die isoliert ist. Dadurch, dass die doppelwandig ist, ist das Aufnahmevolumen einfach ein kleines bisschen geringer. Genau. Ja, das System, hatte ich ja schon gesagt, ist ein Mix and Match und ein Leben, eine Flasche. Die Flaschen sind somit irgendwo ein Stück weit mitwachsend. Und zwar, wenn ihr jetzt eine solche Flasche bei uns im Shop kauft, die einen Aufsatz für euer Baby hat, dann könnt ihr, wenn das Kind dann diesen Aufsatz nicht mehr benötigt, mit dem trinkleeren Aufsatz weitermachen. Den könnt ihr im Shop bei uns kaufen. Wir haben euch alle Produkte, alle Aufsätze unten in der Infobox verlinkt. Ja. Und ja, dann macht ihr mit dem trinkleeren Aufsatz weiter oder ihr macht mit dem Strohhalmaufsatz weiter. Ist das Kind noch größer, dann kann es den Sportaufsatz verwenden. Man kann es zur Snackbox umwandeln. Das erklären wir euch alles nochmal gleich in Ruhe. Das Schöne an diesen Flaschen ist, dass sie auch wirklich vom Design her altersübergreifend sind. Es ist von den Farben her, von der Form schön für ein Baby. Es ist für kleine Kinder durch die Sleeve super in der Hand zu halten. Es rutscht nichts weg. Aber auch ältere Kinder können das mit in die Schule nehmen oder mit zum Sport. Es sind keine peinlichen Motive drauf, wo dann die Kinder sagen, oh, um Gottes Willen, mit der Flasche kann ich ja gar nicht rauskommen. Ist ja völlig uncool. Habt ihr nicht bei den Flaschen das Problem? Ja, wirklich altersübergreifend, dadurch kein Müll, ihr müsst nicht mehrfach in neue Flaschen investieren. Der Edelstahl ist natürlich bruchsicher, wenn euch die Flasche runterfällt, einmal eine kleine Delle, die da reinkommt. Genau. Also wie gesagt, komplett Edelstahl, wenn man das hier aufschreibt, dann hört man so ein kleines Kratzgeräusch, also Edelstahl auf Edelstahl. Genau. Das hört sich eben so an, aber es hält wirklich dicht, das ist kein Qualitätsmangel, genauso wie wenn die Flasche kleine Dellen bekommt. Es ist halt wirklich
keine anderen Beschichtungen drin, es ist kein Plastik. Plastik ist natürlich ein bisschen leiser, aber man hat einfach da die Qualität. Genau, und jetzt würde ich sagen, erklären wir mal die Aufsätze. Genau, wie hier vorne bei der Babyflasche habt ihr hier so einen kleinen Aufsatz. Bei dieser Flasche kommt der Aufsatz ab Geburt mit. Das heißt, er hat einen ganz langen Nahrungsfluss, dass sich das Baby auch nicht verschluckt. Das muss sich ja erst dran gewöhnen. Ihr habt hier auch ein kleines Ventil drin, was Koliken mindert und das Trinken einfach leichter fällt. Diesen Aufsatz gibt es in verschiedenen Größen. Ihr habt dann den nächstgrößeren Aufsatz, der ist dann ab 3 Monate, der hat einen mittelschnellen Nahrungsfluss und dann ab 6 Monate für einen schnellen Nahrungsfluss. Das ist dann für die geübten Babys. Ja, den gibt es auch noch als Brei-Aufsatz. Und noch dazu möchten wir sagen, die Flaschen sind alle Spülmaschinen geeignet, die Aufsätze auch. Ihr könnt das sterilisieren. Mhm. Einfrieren auch für Muttermilch zum Beispiel. Genau, richtig. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es gibt von Philips Avent ebenfalls einen Aufsatz, wo der Hersteller sagt, dass dieser passt. Ihr seht auch schon, ich kriege den zwar hier rein, aber Philips Avent, das ist ein amerikanischer Standard, ihr seht das hier, ich kriege das nicht hundertprozentig dicht. Also die Aussage vom Hersteller ist veraltet, achtet darauf, bitte nutzt die Pura Originalsauger. Ja. Und die Sauger, wenn ihr die bestellt, die kommen hier in so, also die Pura Originalsauger, sind immer 2 Stück in einer Verpackung drin. Ist auch wichtig, dann könnt ihr die mal wechseln. Und wenn irgendwelche Risse nach längerem Gebrauch entstehen, also die müssen auch irgendwann gewechselt werden, allein schon aus hygienischen Gründen, auch wenn er die immer sterilisiert. Wenn irgendwelche Risse entstehen, weil euer Kind dann doch mal da drauf rumkaut, auch nochmal als Tipp, achtet da drauf, dass es das nicht so macht. Ja. Das ist auch echt nicht gut für die Zähnchen, auch so lange an Milch oder so. Haben wir auch einen tollen Ratgeber dazu geschrieben, legen wir euch auch direkt nochmal in die Infobox zum Thema Zahnpflege für Kinder, nur mal so am Rande. Ja, also um aufs Thema zurückzukommen, guckt, ob hier irgendwelche Risse drin sind. Wenn das der Fall sein sollte, diese Sauger bitte nicht mehr benutzen, dann wechselt den einfach aus. So, jetzt bin ich völlig abgeschweift. Ist ja kein Problem, wir machen einfach weiter mit dem Trinklernaufsatz. Das ist dann für größere Kinder, so ab 6 Monate. Man muss gucken, wann das Kind dazu bereit ist. Man kann das auch erst ab 12 Monate benutzen. Der hat hier ein leicht rechteckiges Ventil mit 2 Öffnungen. Und wenn die halt betätigt werden, wenn man da leicht drauf drückt, dann kommt Flüssigkeit raus. Vorher allerdings nicht. Also ich kann das mal hier zeigen. Hier ist auch dieser Trinklernaufsatz drauf. Wir füllen Wasser ein. Man kann auch Saft einfüllen oder Tee. Wichtig ist nur ohne Kohlensäure. Es gibt einen speziellen Aufsatz, wo man auch Kohlensäure dann reinfüllen kann. Das zeigen wir euch gleich. Genau. Aber hier erstmal bitte ohne Kohlensäure. Das ist absolut tropfsicher. Man kann es halt auf den Kopf stellen, in der Tasche. Es braucht da wirklich keinen extra Deckel. Es kommt überhaupt nichts raus. Ja, das ist super. Genau. Ja, die nächstgrößere Flaschen hatten wir euch erklärt. Diese sind jetzt hier mit dem Sportaufsatz versehen. Ihr könnt da auch jeden anderen Aufsatz drauf machen. Mhm. Hier ist nochmal der Sportaufsatz. Ja, ihr seht, den kann man ganz einfach auf- und zumachen, ebenfalls aus Silikon. Gedacht für größere Kinder oder auch, ja eben wie schon gesagt, für Sportler, für Erwachsene. Aus Erfahrung als Mama kann ich sagen, wir haben diesen Aufsatz auch in Gebrauch, seitdem mein Kind 2 Jahre alt ist und mittlerweile, sie ist jetzt 2,5, sie kriegt das wirklich gut alleine auf und zu. Mhm. Ja, da brauche ich gar nicht mehr weiter mit helfen. Das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Das muss man einfach mal austesten. Ja? Manche sind da ein bisschen schneller, manche langsamer. Hat ja jeder sein eigenes Tempo. Aber, noch was. Ich war so ein bisschen besorgt bei den Kindern, wenn die hier dran ziehen. Weil hier ist so eine Silikonverbindung, dass der Deckel nicht verloren geht. Das kann man drehen und wenden und auch ziehen. Da geht nichts kaputt. Ja? Also macht euch da keine Sorgen. Das funktioniert wunderbar. Genau. Wir haben noch einen tollen Aufsatz, wo Kinder super gerne raus trinken. Hm. Und das ist mit einem, also da, wenn ein Kind mal gerne nicht viel Wasser trinkt und sagt man, nein Mama, ich möchte nicht, versucht es mit diesem Aufsatz. Das ist ja ein längerer Trinkhalm, wo man auch einen Strohhalm dran stecken kann, natürlich auch aus Silikon. Da, den kann man in jede Flasche reinstecken, hier in die kleine natürlich, ohne den Strohhalm, weil das passt nicht. Und es ist einfach super praktisch, denn man muss den Kopf nicht in den Nacken legen zum Trinken. Das ist auch super geeignet für Sportler. Genau.
Ihr könnt die Aufsätze einfach wechseln. Da nehmt einfach, drückt das einfach nach unten raus. Ihr seht, das geht ganz schnell. Und dann schiebt ihr diesen von unten wieder rein, egal welchen Aufsatz. Und dann drückt ihr hier so ein bisschen, bis das so ein, ja, so ein bisschen so ein Knackgeräusch gibt das dann. Dann fahrt ihr am besten einfach nochmal mit dem Finger rum, damit auch das Silikon wirklich die Lippe in der letzten Rille hier drin ist. Und dann könnt ihr das ganz einfach aufschrauben und daraus trinken. Ja, also das macht dann echt super Spaß. Auch gerade Kinder finden das immer ganz toll. Ja, genau. Ja. Den Sportaufsatz hatten wir erklärt. Jetzt kommen wir zum Deckel. Richtig, das sind die Deckel. Die kommen in dieser Verpackung. Gibt es drei Stück. Einmal in Blau, in Grün und in Rot. Und diese Deckel, ja, wie Marie schon gesagt hat, sorgen dafür, dass ihr in eure Flaschen auch Getränke mit Kohlensäure einfüllen könnt, ohne dass da am Ende irgendwas rausplatzt. Wir haben hier Mineralwasser mit Kohlensäure. Ich fülle das gerade mal ein. Man kann auch direkt aus dem Deckel dann raustrinken. Genau. Wenn man das möchte, wenn man jetzt keinen Aufsatz. Genau, man gießt das dann hier so rein und dann kann man das wie so eine kleine Tasse verwenden. So. Man kann auch Snacks reinfüllen, Muttermilch einfrieren, wenn man diese Flasche halt nicht mehr benutzt. Einmal schütteln. Genau. Ja, und da seht ihr, auch hier tropft nichts. Lediglich der Deckel wölbt sich ganz leicht wegen der Kohlensäure, sonst ist der flach. Aber da passiert nichts, es kommt nichts raus. Wenn wir das aufschrauben und die Luft entweicht, plopp, geht der Deckel auch wieder runter. Ja, also auch das funktioniert. Ja, super praktisch. Haben wir erzählt, dass man das mit diesem Deckel dann auch als Snackdose verwenden kann? Habe ich gerade gesagt. Ach ja. Gut. Ja, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet, dann schreibt uns doch einfach. Genau. Oder ruft uns an. Lest euch unseren Blogbeitrag durch. Das ist wirklich sehr informativ. Und wie schon gesagt, Ratgeber Zahngesundheit kann auch nicht schaden. Da ist auch nochmal erklärt, was für Sauger gar nicht so geeignet sind für Kinder eigentlich. Richtig. Ja. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.